So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Pokémon Legenden Arceus, wo uns heute mal wieder eine neue kämpferische Herausforderung erwarten wird, vor allem ja auch durch das Update 1.1. Da haben wir jetzt Ezak hier bei uns zu Hause, Ezak auch eine kämpferische Herausforderung und das im Traume. Denn hier erwarten uns die Traumkämpfe. Eine von Arceus höchstpersönlich neu erstellte Herausforderung. Tja, bis in die Nacht. Wir schlafen hier und aktivieren eine neue Herausforderung. Du hörst eine Stimme, die dich ruft. Möchtest du im Ruf antworten? Jo. Na, also, wer stört denn jetzt hier gerade meinen Traum? Ja, niemand Geringeres als Arceus stört uns beim Schlafen. Willkommen in der Welt der Traumkampfserie. Wie viele Kämpfe du bestehst, hängt von deinen Fertigkeiten ab und von deinem Glück. Hab Vertrauen in deine Stärke und finde heraus, wie weit du dich vorkämpfen kannst. Verstanden. Dies ist der erste Kampf. Was möchtest du tun? Gegner wählen. Wähle, aus welcher Art von Gegner du dich stellen willst. Speer und Schild, das hört sich jetzt doch gut an. Wenn du diesen Kampf gewinnst, erhältst du 8 Punkte. Möchtest du fortfahren? Jo. Ich habe aber keine Ahnung bisher, was. Bring uns näher, sagt die Punkte hier. Ah, wir haben Knackrack ausgewählt. Na, was soll's? Mit Speer und Schild, Bolteros und Ramaidon. Na schön, Nassschweif, einsetzen! Wie gut, dass wir im letzten Part ja noch unsere Techniken umgestellt haben. Tja, 8 Punkte schon mal gewonnen. Oh, und wir kriegen sogar noch Erfahrungspunkte. Also es ist ja nicht so was wie eine Kampfbaumgeschichte hier. Für deinen Sieg hast du 8 Punkte erhalten. Wie du siehst, kannst du in der Traumkampfserie Punkte ansammeln, indem du Kämpfe gewinnst. Im Tausch gegen diese Punkte kannst du dir die verschiedensten Sachen vor deinem nächsten Kampf wünschen. Wie wär's denn, er sagt, mit einem Getränk? Mal sehen, als nächstes würde ich mal sagen, mechanisch. Wenn du diesen Kampf gewinnst, erhältst du 5 Punkte. Ja, wenn man es ja genau nimmt, ist Rotom eigentlich keine Maschine. Man muss es ja jetzt so differenzieren. Rotom ist eigentlich ja ein Elektro-Pokémon und nicht mal ansatzweise eine Maschine. Er kann ja sagt von Maschinen besitzen. Wie konnte er das denn jetzt erahnen? Wie konnte Rotom denn das denn jetzt erahnen, dass ich wechseln würde? Und wieso hat das jetzt nicht mal ansatzweise so viel Schaden gemacht, wie ich es gerne hätte? Okay, ein Giftangriff soll jetzt sehr effektiv gegen Rotom sein, aber ein handelsüblicher Luftschnitt. Das soll nicht effektiv gewesen sein? Okay, das ist doch lächerlich hoch 10 gewesen. Gut, 5 Punkte. Gegner wählen. Dann wähle ich mal jetzt einäugige Gegner. Das kann dann eher bloß Magnetilo. Okay, ich hätte jetzt erst noch mit Zwerglob gerechnet. Aber gut.
So, wieder mal 5 Punkte. Als nächstes der vierte Kampf. Mondsichel auf Initiative spezialisiert. Tja, das haben wir noch gut ausgewählt. Mit Raum und Zeit, da hätten wir jetzt sicherlich irgendwie gegen Dialga und Palkia kämpfen müssen. Das wollte ich allerdings jetzt vermeiden. Mal sehen, was können wir wünschen? Pokémon und unsere Teamschritte tauschen, Gegner austauschen, paralysieren. Ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt weiter. Der fünfte Kampf, Gegner wählen. Gestein. Na, das ist doch jetzt auch sehr praktisch. Also an der Stelle hätte Arceus uns noch irgendwas Heftigeres vor die Nase setzen können. Es gibt so viele verschiedene Gesteins-Pokémon und wir kriegen jetzt einfach ein Mobile. Aber gut, hierbei kann man ja sagt natürlich auch noch ein bisschen taktisches Geschick auch noch beweisen. So, Kampf Nummer 6. Tja, jung. Irgendwie scheinen wir durch unsere Auswahl jetzt immer weniger Punkte zu kriegen. Aber egal. Taktik ist jetzt, er sagt hier bei der Traumkampfserie, alles. Kampf Nummer 6 gewonnen. Siebter Kampf. Mechanisch Pflanze Psycho. Wählen wir diesmal Psycho. Vesprit. Ja, nett. Da kommt ja gleich eine Mondgewalt und uns entgegengeflogen. Den Nutzen von Doppelschlag habe ich in diesem Spiel also überhaupt noch nicht verstanden. Im normalen Pokémon-Spiel ist es ja immerhin ja so, dass Doppelschlag, naja, ein Doppelschlag doch ist. Oder ist das Doppelhieb? Na gut, das war Kampf Nummer 7. Der achte Kampf. Nehmen wir nochmal Speer und Schild. Da wissen wir wenigstens, was wir haben. Wir können unsere Gegner schnell erledigen, kriegen noch ein paar extra Punkte. Was will man mehr? Und natürlich unsere Kampfmaschine Knackrack erledigt auch weiterhin unsere Gegner. Kämpfen wir dann jetzt einfach mal gegen die Seenbewohner. Kämpfen wir gegen Vesprit, Turbots und Seth. Alle auf einmal. Das ist doch jetzt mal eine nette Herausforderung.
Nett. Und nicht schon wieder Doppelschlag. Ob wir eigentlich auch während diesen Kämpfen... Ob wir eigentlich während diesen Kämpfen überhaupt in der Lage sind... Tränke einzusetzen? Und wieso zum Henker kann Turbo-Stoner Blitz? Tja, das war jetzt erstmal die Rache dafür gewesen. Tja, erstmal wieder einen kleinen Wunsch aussprechen, dann erstmal KP auffüllen. Und dann erstmal weitermachen. 10. Kampf in Folge. Nehmen wir dann jetzt erstmal Auswahl aus Hisui. Bitte nicht... Ah, okay, das ist besser. Ich wollte es, er sagt, nicht hoffen, dass wir jetzt einfach gegen die Basisstarter kämpfen. Okay, das ist auch enttäuschend. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, wir würden gegen die 3 Starter auf einmal kämpfen. Oh, na toll, das ging jetzt ausgerechnet daneben. Aber gut. Also bis jetzt laufen, er sagt, diese Kämpfe wirklich ziemlich praktisch und einfach. Und natürlich locker flockig. Mal sehen. Rätselhaft geformt? Das müssten wir jetzt eigentlich ja die Inkognitos sein. Ja, ich weiß jetzt nicht, was für ein Buchstabe er jetzt darstellen soll. Ein B vielleicht? Okay, mehrere Inkognitos auf einmal. Die können ja eigentlich nicht sehr viel. Früher jedenfalls konnten sie jedenfalls bloß Kraftreserve. Ah, und wie praktisch. Wirklich praktisch jetzt. Das nächste Inkognito wird sicherlich Kraftreserve Feuer haben, oder? Hm, Kampf, unerwartet. Okay, ihr seid Psycho-Pokémon. Ja, toll! Das ist ja jetzt auch ungewöhnlich. Weil eigentlich sollte eine Kraftreserve nicht ihre Fähigkeit, also ihren Typ wechseln. Das sollte nicht im Bereich des Möglichen liegen. Okay, dies ist der 12. Kampf. Was möchtest du tun? Arceus? Steht uns jetzt genau gegenüber. Nehmen wir dann jetzt Inkarnation. Okay, Demeteros, du hast ja gesagt, jetzt einen Frostbrand. Bis auf Level 90.
und kriegst einen Nassschweif jetzt ab ins Gesicht. Oh, wieso ging der Wutanfall jetzt daneben? Okay, der Wüstenorkan ging auch daneben. Ja, traumhaft. Einfach traumhaft, diese Kämpfe. So, das war Kampf Nummer 12. 13. Kampf. Tja, einäugig. Jetzt haben wir hier Zwirfins. Das war doch jetzt mal ein netter Volltreffer. Doch, man muss also wirklich auch sagen, ohne Knackrack würden wir hier nichts auf die Reihe kriegen. Läuft bei uns. Das war also schon Kampf Nummer 14. Der 15. Kampf. 25 Punkte stehen zur Verfügung. Hierfür haben wir noch zu wenig. Pokémon an der Teamspitze wollen wir mal kurz austauschen. Wählen wir mal Skorgro. Das nenne ich... Okay, das ist jetzt nicht gut. Okay, wir haben es trotz allem geschafft. Der 15. Kampf. Der 16. Kampf. Dann einmal auf Verteidigung spezialisiert. Okay, jetzt kommen wohl all die legendären Pokémon zum Einsatz. Na gut, Dampfwalze ist vierfach effektiv. Und hat leider nichts gebracht.
hätte zwar jetzt liebend gerne Lucario reingeschickt, aber ich wüsste, hätte nicht gewusst, was der Sack jetzt hier auf uns zukommt. Oh, na toll, wieso hast du daneben geschossen? Nur eine Hydropumpe hätte treffen. Dafür dürfen wir. Hier dürfen wir keine Items einsetzen. Genau diese Frage wollten wir beantwortet haben und haben wir jetzt auch beantwortet gekriegt. Man darf also bei der Traumkampfserie keinerlei Items einsetzen. Gut, dann sprechen wir jetzt nochmal einen weiteren Wunsch aus. Wir füllen die KP wieder auf. Knackrack, du bist jetzt wieder am Start. Und ja, Pokémon Teamspitze austauschen. Knackrack, du bist wieder dabei. Und das ist prima. Viva Colonia. Gut, aber allzu viel können wir, sag jetzt hier leider bei der Traumkampfserie auch nicht mehr machen. Auswahl Sisui. Na gut, da hätten wir jetzt entweder ja noch das Feuergeist-Pokémon Tornupto oder immerhin Silf. Wieder Abmurai? Also wenn es danach geht, ist die Auswahl aus Hisui nicht gerade sehr groß. Oh, so eine neue Signaturtechnik aus der Hisui-Region. Klingenschwall. Also da wurde es jetzt wieder mal ein bisschen anspruchsvoller. Tja, weiter geht's. 18. Oh, nein. Ich habe jetzt Gestein gewählt. Naja, wir können zwar so einfach wieder Punkte einsammeln, aber trotzdem, das war jetzt verklickt. Wir können ja sogar zum Glück sagen, dass MOBA jetzt nicht angreift. Okay, Kampf Nummer 19. Drache ausschließlich weiblich Pflanze. Nehmen wir mal Drache. Nichtsahnend nimmt man hierbei Drache. Und da kommt gleich die Giratina-Rache. Okay, mit diesem Kampf haben wir jetzt hier so das Ende erreicht. Naja, die Offensivkraft war aber jetzt ja auch schon mal verringert gewesen.
Also war das jetzt ja nicht so verkehrt gewesen, Kramp-Chef in den Kampf zu schicken. Tja, Kampf Nummer 20. 27 Punkte stehen zur Verfügung. Ja, dann legen wir jetzt mal los. Okay, wir haben bis jetzt noch ein bisschen Glück im Kampf gegen Shellterra. Okay, Holzhammer ist auch nicht gerade so effektiv. Schade, der Sack. Shellterra auch noch ein bisschen. Aber dann können wir das Ganze jetzt auf jeden Fall mit den Drillingspfeilen beenden. Und dann kriegen wir sogleich auch noch ein paar Bonuspunkte. Naja, so viel dazu. So viel dazu, so viel dazu, kann ich bloß sagen. Das ist allerdings auch noch ein Käfer-Pokémon, glaube ich. Roma Dame Level 100. Ist ja klar. Okay, Silvaro geht jetzt erst K.O. Und dann müssen wir mit Kramp-Chef auf jeden Fall den Tag retten. Ja, unser vorletztes Pokémon. Da hätten wir uns auf alle Fälle ein bisschen geschickter anstellen können. Ja, Kletterclown. Unlichtgift-Pokémon. Und Unlicht. Sneeboss und Sneebunner. Tja, die beiden haben jetzt das Ganze beendet. Tja. Leider hat deine Herausforderung hier mit ihr Ende erreicht. Diesmal hast du 21 Siege errungen. Auf bald. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Aber was bringt mir das eigentlich im Großen und Ganzen? Wir können ja sagt daraufhin EP sammeln. Für unsere Pokémon. Das ist ja klar. Vor deinen Füßen liegt etwas. 4 EP Bonbons XL. 2 Leistungssteine, 5 Leistungsfelsen, 8 Nuggets. Ein Meistersamen, Sonderbonbon, noch was? Tja, da hat er jetzt Arceus wohl seine Spendierhosen angezogen. Da hat der Arceus wohl seine Spendierhosen angezogen. Ist eigentlich im Nachhinein wirklich erst auch bloß dafür da,
Damit wir Zack leveln. Und um natürlich ein bisschen Geld zu kriegen. 8 Nuggets sind jetzt natürlich ja nicht wenig. Sind ja nicht wenig, sind ja nicht wenig. Aber gut, das war dann jetzt erst einmal auch die Traumkampfserie. Tja, auch nicht schlecht. So haben wir noch auf jeden Fall erstmal wieder 80.000 Poké-Dollar gekriegt. Tja, ebenfalls nicht übel. Tja, und damit wäre dann auch dieser Part traumhaft vorbei. Und noch ein Part will ich hier Zack machen bei Pokémon Legenden Arceus. Und dann ist erstmal wieder mal Schicht im Schacht. Und ja, erstmal eine Pause, bis vielleicht mal wieder ein weiteres Update kommt. Oder vielleicht auch nicht. Und was ist da denn jetzt los? Wieso ist da jetzt Celestis vor der Tür? Okay, vielleicht geschieht hier noch irgendwas anderes, von dem ich nichts wusste. Also sehen wir mal im nächsten Part mal nach. Was will denn jetzt, er sagt, Celestis vor dem Gebäude der Galaktik-Expedition? Ich bin gespannt. Bis dahin, sagt er mal, bis dann und ciao.